Nun denn, der TR-Challenge Berserker tritt nun für den Bosskampf an. Er schickt seine Berserker-Eröffnung direkt zu Beginn in den Kampf. Terrakium und Elfun. Da bin ich jetzt mal gespannt. So. Würde ich mal sagen, ich gehe mit Eisstrahl auf Elfun und Erdbeben in die Menge. Terrakium wieder Schutzschild. So wie wir es gewohnt sind, muss man sagen. Elfun mit Rückenwind. Wenn er jetzt Prügler auf Terrakium setzt, haben wir natürlich wieder das Problem. So, Eisstrahl. Das hat es überlebt. Terrakium schützt selbst und Erdbeben. Das zieht Piker selbst auch was ab. Aber Elfun kommt nicht mehr zum Zug. Terrakium kommt leider aber auch nicht zu seinem Stärkeboost und hat einen Angriff minus 1 momentan in der Tasche. Bin ich ja mal gespannt, was er jetzt dagegen setzt. Flunkiefer. Scheinbar legt er es drauf aus. Ich wollte eigentlich erst Pike ansprechen, aber das war das nächste, was ich ansprechen wollte. Also, scheinbar legt er es drauf aus, schnell Pike noch auszuschalten. Schätzungsweise. Hydropumpe auf Terrakium und du machst wieder Erdbeben in die Menge. Und das zweite Ziel wird wahrscheinlich sein, den Angriff von Dementheus zu schwächen. So, er wird auf jeden Fall einen First Strike haben. Dank seines Rückenwindes. Bin ich schon mal gespannt. Eigentlich hätte man noch Dementheus zurückziehen können und dann nochmal reinholen, um nochmal den Angriff zu senken. Da kommt Mega Flunkiefer wie erwartet. Tiefschlag auf Dementheus. Dementheus müsste standhaft bleiben. Nahkampf auf Palkia. Autsch. Okay, Terrakium wird in diesem Zug fallen, habe ich das Gefühl. Trotz Bedroher, jetzt hast du deine Verteidigung hergegeben. Dementheus kann jetzt mit Erdbeben einfach draufprügeln. Und nimmt Terrakium mit. Ich glaube, durch die Verteidigungssenkung war nicht mal das nötig. Na gut. Ich muss ein Wasser-Pokémon reinschicken. Ich schicke Rotom rein, weil Flunkiefer hat den Tiefschlag. Ich möchte nicht, dass Kyokre gegen den Tiefschlag antreten muss. Okay, er hat zwei Pokémon, die hier First-Strike-Hits machen können. Locker, Flockig. Ich glaube, das Sicherste wird sein, erstmal das Flunkiefer auszuschalten. Und ein Erdbeben in die Menge. Ich denke mal, er wird Tempohieb bzw. Tiefschlag verwenden, um dieser Situation Herr zu werden. Schutzschild vom Flunkiefer. Gut, dass nicht beides da, der Fokus auf beide da ging. Dementheus Erdbeben. Rotom hat Schwebe. Das juckt die nicht. Okay, Meistergriff setzt auf. Was setzt Meistergriff? Eishieb. Okay, der will Dementheus losfahren. Okay. So. Dann holen wir mal Groudon in den Ring. So, Groudon. Nun ist deine Zeit gekommen. Ich
Ich würde sagen, jetzt feuern wir den Donnerblitz auf Meistergriff und Krudern schaut das Erdbeben einfach in die Menge. Tiefschlag auf Rotom. Ein Volltreffer. Das tut natürlich weh. Ableithieb. Schmerzt das nach. Das gibt ein paar KP für Meistergriff, aber nicht die Welt. Krudern hat eine sehr gute physische Verteidigung. Und die hat eben gerade gezeigt, was sie kann. Meistergriff hat eine sehr starke Offensive. Das darf man nicht vergessen. Wow, ich habe fast durchgetriggert. Gut. Wir stehen jetzt hier zum ersten Mal Krudern und Kyogre gleichzeitig im Ring. Die Frage ist jetzt, was will ich für einen Move? Wähle ich jetzt Fontäne und gehe davon aus, dass er eventuell... Ich gehe auf Fontäne. So. Und... Auf Erdbeben kann ich nicht gehen. Das ist das Blöde. Beziehungsweise nicht gehen, ohne dass ich hier jemanden in Gefahr bringen würde. Ich gehe für Dunkelklaue erstmal auf das Togekiss. Oh, Kyoko kommt als erstes zum Zug. Die Fontäne. Zack. Dunkelklaue von Krudern. Togekiss steht. Und greift Kyoko an. Ah, Togekiss ist halt eher mehr tanky ausgelegt, habe ich das Gefühl, weil der Schaden ist relativ gering, den Kyoko getroffen, gekriegt hat. Oh. Da kommt der kleine Freund hier ins Spiel. So, Fontäne. Mir bleibt nichts anderes übrig. Und Feuerschlag auf dich. Kyoko und Krudern zusammen auf dem Feld. Das erste Mal hier in der Challenge. Ich glaube, das Spotlight wird nichts mehr bringen, weil Kyoko einfach schneller ist als Krudern. Da ist es dem Punkt, glaube ich, total egal. Spotlight oder nicht. Nom nom nom, Zitropäre. Ja, sieht danach aus. Samenbomben auf. Kyoko. Und ein weiterer K.O. für Kyogre. Feuerschlag von Krudern. Oh. Bitter. Aber wer weiß, ob er noch einen Feuerschlag hätte standhalten können. So. Überbrückung von Stalubor. Stalubor, du gehst mit... Geh mal mit Kreuzschere drauf und du gehst für Feuerschlag. Ich glaube, Starrschild. Beide werden sich jetzt erstmal schön am Starrschild verletzen. Die spezielle Attacke von unserem Gegenüber. Ich finde es schön, dass jedes Starter-Pokémon hier seine eigene Attacke bekommt, so wie Magieflamme oder Wasserschuriken. Aber ich finde es halt in dem Punkt auch unfair wieder gegen die anderen Generationen, weil die hätten auch mal eine spezielle Attacke gebrauchen können. Da gibt es ja auch nur einige Ausnahmen, die was dazu gekriegt haben. So wie Punuktu mit Eruption. Also zum Beispiel Meganya hat da nichts zu gekriegt, so richtig Spezielles, was das nur haben kann. Und ja, das war unser Berserker. Hätte er die Kombination wieder so aufrechterhalten können, ich würde schwören, dass er das ganze Team zerlegt hätte. Aber gut, die Taktik ging dieses Mal eben nicht auf und muss sagen, trotzdem, du hast in der Tier-Challenge bewiesen, dass du alles wegberserkern kannst. Dafür nochmal Hut ab. Ich würde sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.